Das ist keine so ganz einfache Frage. Wir beobachten seit 60 Jahren ja mit dem Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie die Niederschlagsverhältnisse und haben damit auch eine Idee, wie sich die Dürreentwicklung darstellen kann und wird. Und wir haben beobachtet, dass in bestimmten Regionen der Erde Dürren zugenommen haben. Dazu gehören Teile von Afrika, Teile von Brasilien, auch die pazifischen Küsten von Nord- und Südamerika, auch der Mittelmeerraum. Dort haben wir eine Zunahme von Dürren beobachtet. In anderen Regionen der Erde, insbesondere zum Beispiel Nordeuropa, ist die Dürregefahr gesunken. Aber das ist dem Klimawandel so nicht unbedingt zuzuordnen. Warum nicht? Die Messungen sind einfach zu kurz und die Variabilität, die Schwankungsbreite im Niederschlag ist zu groß, um so eine Zuordnung vornehmen zu können. Die globale Erderwärmung hat natürlich Wirkung, das ist klar. Dort, wo wir noch genügend Feuchte im Boden haben, führt es natürlich zu hohen Verdunstungen. Dort, wo natürlich nichts mehr zu verdunsten ist, da kann auch nichts mehr verdunsten. Auf der anderen Seite, wo die Pflanzen eine tiefe Wurzel haben oder wo wir Bewässerung betreiben, kann und wird der Klimawandel möglicherweise auch noch negative Wirkungen auf die feuchte Verhältnisse dann haben. Anpassungsmaßnahmen gegen Dürre gibt es viele. Und was man tun kann und wird, hängt von der Region ab, hängt auch von der technologischen Ausstattung selbstverständlich ab. Es gibt wirkliche Hightech-Lösungen, so wie man versucht, in Stauseen oder Wasserreservoirs die gegen Verdunstung zu schützen, indem man sie mit Planen oder eigentlichen Dingen abdeckt. Das ist natürlich keine Lösung für die Welt, das geht nur im Einzelfall. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Bewirtschaftung der Böden um? Also sprich, wie holzen wir ab? Wo pflanzen wir neue Wälder an? Das sind sicherlich Maßnahmen, um hier Dürren entgegenzuwirken.